Von dem, meine Freunde, der Leicht und Seicht und Art. Willkommen zurück zu einem weiteren wunderbaren, tollen Video. Das, so fängt man Videos an. 2017. Enjoy. Leute, wenn es euch gefällt, brennt den Daumen nach oben. Und wenn ihr neu dabei seid, dann lasst doch gerne mal ein Abo da. Toll. Wir machen heute Folgendes. Und zwar eine komplett eigene Idee, die ich mir ausgedacht habe von Anfang bis Ende. Und die ich total... Ich hab bei Luca vorbeigeschaut, weil... Der ist schön. Und dann habe ich nachgeguckt bei Google, was bei Luca da steht. Und dann stand da Concrafter Autor. Autor! Witzig. Gut. Wir spielen heute ein wunderbares Spiel, was Luca auch, wie gesagt, gespielt hat die Tage. Und zwar gibt es wohl von einer Internetseite aus ein Programm, was in 15 Fragen errät, wie alt du bist. Also wie alt du wirklich bist. Ich bin 25, das wissen viele. Ich weiß, ich sehe aus wie 40 und jetzt hätte ich 8 Kinder. Teilweise wahr. Aber ich probiere heute mal hier diese Maschine aus und gucke, ob ich dann so reingefunden. Ich fange einfach an, Mann. Los geht's. Wähle ein Haustier aus. Okay, wir haben einen Goldfisch. Mhm. Eine Katze. Mhm. Ein Babyhase. Oh, Babyhase. Oder ein Hundi. Also. Ich muss sagen, Babyhase ist sehr süß, aber Hasen knabbern immer so Tapeten an und ich schwöre, wenn ich jemals nochmal einen Hasen sehe, der eine Tapete anknabbert, dann direkt zurück. Ja, hast du nicht mitgerechnet, ne? Sowas steckt auch in mir, tief drin. Babykatzen sind mir zu willkürlich, weil immer da streichelst du so die Katze, du streichelst die Katze und nix und nix beides, kleine Babykatze, da geht die Babykatze schlafen und dann auf einmal wacht die verdammte Babykatze auf und denkt sich nur, hey, ich habe keinen Bock mehr gestreichelt zu werden, aber sag jetzt nichts, sondern kratz dich direkt und du sitzt da so. Goldfische sind dumm, deswegen sind es meine Spirit Animals. Der Hundi wird. Hundi. Isst du gerne auswärts? Nein, ich esse lieber zu Hause, oder klar. Zu Hause ist ein großes Thema, ne? Also Lieferservice in Großstädten sind ja ganz nett. Aber zu Hause kann man ja nicht nur sich was liefern lassen, was ich leider häufig in Anspruch nehme, sondern man kann auch was kochen. Ich weiß. Also, nicht verzagen. Armabschlag. Nein, nee, klar, also ich esse tatsächlich auch gerne auswärts. Ich gerne mal eine Runde an Leuten, so 500.000 Menschen halt. Und dann esse ich was mit denen. Klar, also natürlich, klar. Auf jeden Fall esse ich gerne auswärts, klar. Aber ist das ein Zeichen dafür, dass man alt ist oder nicht? Wie entspannst du dich am liebsten? Indem ich schlafe, lese oder Fernseh gucke. Entspannen ist für mich tatsächlich wieder, ey, im letzten Jahr, ich schwöre es euch, Fernseh gucken geworden. Aber nicht deutsches Fernsehen, sondern nur so diese Ami-Dinger, die jetzt auf Deutsch laufen, so TLC und so. Das ist ganz schlimm. Ich gucke echt oft Fernsehen abends inzwischen. So und nun bin so ein bisschen an meinem Handy. Ich zock kaum noch. Was bin ich? Fernseh gucken. Ja, das ist tatsächlich real. Das ist tatsächlich. Wähle deine Lieblingseissorte. Ja, genau, da mach oben halt 800 Eissorten raus und dann unten Schokolade oder Vanille. Also, meine Lieblingseissorte ist Stracciatella, falls jemand mal fragt. Dankeschön. Nächstes Mal an der Stelle, wenn ich in der Lukas Podolski Eisdiele bin, gerne fragen, bevor ihr mich auf eure Instagram-Story stellt. Danke. Schokolade oder Vanille? Ich bin ein Vanille-Typ. Doch. Manchmal, also mehr. Früher war ich Schokolade, jetzt bin ich Vanille. Wo schaust du lieber Filme? Zu Hause oder im Kino? Im Kino. Ich bin Kinotyp. Eigentlich so einmal die Woche fast tatsächlich gehe ich ins Kino. Salzig oder süß? Oh, beides. Ich bin voll 50-50 salzig, süß. Oh, ich brauche Mitte. Ich schwöre, ich brauche Mitte. Ich kann nicht, weil süß ist so süß. Aber salzig ist dann auch zu salzig. Und dann brauchst du wieder süß, um es abzukühlen. Und dann isst du zu viel süß und dann salzig. Und irgendwann siehst du so aus mit 25. Guck, was ist das? Was bist du? Süß, weil
Wenn da würzig stehen würde, ist ja nur Salz, dann würde ich es nehmen, weil ich bin es eher lieber was Würziges und Deftiges als was Salziges. Aber süß bevorzuge ich vor salzig. Manchmal, ne? Also ja. Würdest du lieber früh aufstehen und Mittagsschlaf halten? Auf gar keinen Fall. Spät aufstehen und wach bleiben. Ich hasse Mittagsschlaf. Wenn ich einmal schlafe, dann bin ich danach so verbacken, wenn ich nur kurz schlafe, dass ich echt den Rest des Tages nicht genießen kann. Wenn ich aufstehe morgens und ich muss danach 4 Stunden wieder pennen, dann ist mein Leben am Arsch. Ich kann nichts mehr dann, wirklich gar nichts mehr. Deswegen lieber spät aufstehen und lange wach bleiben. Wähle einen Superhelden. Oh, das ist immer die schlimmste Frage. Was ist euer Lieblings-Superheld? Ich habe damit immer ein riesiges Problem. Wir müssen auswählen. Hulk, Batman, Spider-Man, Superman. Superman ist mir immer ein bisschen zu glatt gebügelt, das finde ich voll langweilig. Spider-Man ist die Frage, welches Spider-Man, ne? Also allein, es gibt schon 3 verschiedene Kinofilme Spider-Man. Der hat aber eine Superkraft, das ganz, also in manchen zumindest, nicht in, also doch eigentlich, der ist in jedem von der Spinne gebissen worden, ne? Batman, einfach viel Geld und der Hulk. Das ist aber irgendwie so anstrengend, weil sauer bin ich echt, oh. Oh. Verdammte Katze. So, ja. Ich sag Spider-Man. Ich bin Spider-Man-Typ, weil der hat Kreditkarte oder Bargeld? Immer Bargeld. Ich bin ein Bargeld-Typ. Kreditkarten generell nie die beste Idee, muss ich sagen. EC-Karte, da weißt du, was du hast. Fertig. Weil sonst nimmst du irgendwie Kredit auf und dann weißt du... Geld. Friends oder How I Met Your Mother? Schwer. 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 Also, Friends, How I Met Your Mother habe ich ganz gerne geguckt, aber das ist so eine Essensserie. Kennt ihr das? Habt ihr auch so Serien, die ihr nur zum Essen guckt? So How I Met Your Mother habe ich immer nur geguckt, wenn ich was gegessen habe. Also immer mittags so 2 Folgen oder so, weil die sind ja nicht so lang. Und da habe ich noch gemütlich gechillt und dann also so eine Folge gegessen und bei der anderen Folge noch so gechillt und ein bisschen verdaut. Ist fast schon wieder alt. Ich mache How I Met Your Mother. Kennst du dieses Bild? Ja, das ist in mein ganz am Ende von meinen Videos. Kennst du die Bonbons? Ja, von Oma. Klar. Als was ist dieser Mann bekannt? Lass mich in Ruhe. Alles. Hä? Ach so, und ich kann dem Quiz sagen, dass du mich das in Ruhe lassen soll. Okay. Moderator, Sänger oder Schauspieler? Ich glaube, dass dieser Moderator, oder? Der so... Keine Ahnung, Mann. Also Fernsehmoderatoren sind so, ey, übel, sorry, ich glaube, er ist Moderator. Sorry, wenn du das siehst, Mensch. Sie sind so austauschbar. Das könnte ein Jochen sein oder ein Alex oder ein Sven. Niemanden würde es interessieren, so, weil er moderiert einfach was und er moderiert es gut, so, also nicht zu heftig, aber auch nicht so zu böse. Und es ist einfach ein Moderator. Ketchup oder Mayo? Alter, Mutter, ich sag rot-weiß. Wie würdest du dich selbst beschreiben? So. Ketchup rot-weiß möchte ich kurz nochmal betonen, ne? Wenn wir uns auf der Gamescom sehen. Wehe, jemand nimmt nur Mayo oder nur Ketchup. Immer rot-weiß. Ich persönlich sehe mich als sehr alten Kern an, weil ich bin so in der Schale, eingewickelt, komm nicht raus. Alt. Also ich bin alt. Ich bin voll alt. Okay, und jetzt. Oh, er rechnet. Oh, er rechnet. 2 Titan X. Rechne schneller, komm. Bin ich 18? Ich bin alt. Warum sieht das keiner ein? 18. Ja, meine Güte. Ihr könnt mir ja mal gerne schreiben, ob ihr auch den Test gemacht habt, wenn ich dran denke. Bitte, bitte, Jesus, lass mich dran denken. Verlinke euch das in der Beschreibung. Ansonsten einfach können wir dein wahres Alter erraten. Googeln und dann findet ihr das. Schreibt mir mal, ob euer verdammtes Alter erraten wurde. Und wenn euch das gefallen hat, lasst gerne mal einen Daumen nach oben da. Dann ziehe ich brennend, hoffentlich. Und wenn ihr neu dabei wart, gerne ein Abo. Das war heute ein bisschen kürzere Folge. Passiert auch manchmal, ne? Muss ja auch nicht immer so sein. Dankeschön an Luga für die Inspiration, ne? You say it, I make it. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, haut rein. Und ciao, ciao. Das Video ist vorbei. Ist aber nicht schlimm. Like meinen Scheiß. Und lass ein Abo da. Guck mehr Videos. Guck mehr Videos. Mir fällt nichts mehr ein. Tschüss.